Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute wird es super spannend. Es geht um die Vereinigten Staaten von Amerika und Donald Trump. Und das ist, glaube ich, das Thema, das alle schon wieder vergessen haben. Wir haben damals ein Wahlspecial gemacht, Johannes und ich. Wir haben die ganze Nacht einen Livestream auf YouTube gemacht. Das werde ich niemals vergessen. Das war richtig absoluter Wahnsinn. 8,5 Stunden haben Hannes und ich einen Livestream gemacht. Immer wenn ich sehe 8,5 Stunden auf YouTube, denke ich mir, kann das echt sein? Haben wir 8,5 Stunden geschafft? Wirklich Vollgas gegeben in den Märkten, Vollgas gegeben politisch. Hannes hat einen rausgehauen, das war wirklich sensationell. Und jetzt stellt sich wiederum die Frage, übrigens heute genau 6 Monate ist jetzt Joe Biden heute im Amt. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, kann Donald Trump vielleicht wirklich wieder zurückkommen? Passiert dieser schwarze Schwan für die Märkte, für die Weltwirtschaft, dass der Lümmel, wie ihn alle genannt haben, Donald Trump, der absolute Katastrophenpolitiker laut europäischen Medien, eventuell wieder zurückkommt auf die Showbühne der Politik. Wir sprechen heute über dieses Szenario und wir sprechen natürlich, was das für Auswirkungen haben würde auf die Finanzmärkte, primär natürlich auf den US-Dollar und damit die Implikationen. Hannes, ist schon ein bisschen Verschwörungstheorie, aber vielleicht auch nicht, aber sprechen wir doch jetzt über dieses Thema. Und ich weiß, dass du Donald Trump immer schon sehr gern gemocht hast, aus absolut verständlichen Gründen. Und lass uns doch dieses Thema jetzt aufgreifen für das heutige Video. I'll be back. Das Motto weiß jeder von Arnold Schwarzenegger, würde aber, glaube ich, auch irgendwie momentan zu Donald Trump passen und bei all dem, was er auch vorhat. Viele sagen, 2024 wird Donald Trump noch einmal für die Republikaner ins Rennen gehen. Er selbst hat da in einem Interview eine kryptische Aussage getätigt, indem er gesagt hat, man soll schauen, was die nächste Zeit so passiert und dass Großartiges passieren wird und dass man nicht bis 2024 Zeit hat, um das Land zu retten. Was auch immer das heißen möge. Aber heute diesem Video, wie gesagt, du hast es angesprochen, Benjamin, heute vor 6 Monaten wurde Joe Biden als Präsident angelobt, damit schied Donald Trump aus dem Amt aus. Heute vor einer Woche hat Donald Trump Geburtstag gehabt, genau, also von dem her natürlich viele schöne Daten und heute wollen wir uns anschauen, wo hatte Donald Trump recht? Einmal Faktenprüfer, Faktenchecker auf andere Art und Weise sozusagen und wo nicht? Was war besser für das Land, für die USA und was nicht? Anfangen möchte ich da mal ganz klar, die Medien haben immer Donald Trump als den großen Lügner hingestellt, als den großen Faktenverdreher, Unwahrheitensager und so wurde er auch unter anderem auf Social Media gesperrt. Er wurde von öffentlichen Medien, unter anderem CNN, dem größten Sender der Welt, auch während einer Rede des Präsidenten einfach abgebrochen und jetzt wollen wir mal anschauen, welche dieser Lügen von Donald Trump sich vielleicht als Wahrheit herausgestellt haben. Nummer 1, das China-Virus. Donald Trump hat die Schlagzeile gemacht, indem er immer das China-Virus angesprochen hat und eine Labortheorie so in den Raum gestellt hat. Das war natürlich eine rechtsradikale Verschwörungstheorie, die sofort von allen Social-Media-Maßnahmen gesperrt wurde. Heute ermittelt man in den USA auch unter Biden offiziell in diese Richtung. Neue Ermittlungen sind ins Leben gerufen worden und die Theorie ist keine Theorie mehr, sondern ist schon eine salonfähige These. Also hier mal ganz klar. Auch muss man sagen, Donald Trump hat die Mauer, um die Mauer Richtung an die Südgrenze, Richtung Mexiko, sehr viele Schlagzeilen gemacht. Er hat sich damit den Präsidenten, den südlichen Präsidenten stark angelegt, um dann ein vernünftiges Auskommen zu finden und eine gegenseitige, respektvolle Politik gemacht. So unter anderem auch Präsident von Mexiko, der das Ganze mit diesen Worten eben bestätigt hat. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die amtierende, ist ja vor kurzem in Mittel- und Südamerika zu Gast gewesen. Und sie wurde dann natürlich so mit dieser Liebe, mit der sie im Weißen Haus eingezogen ist, auch in Südamerika empfangen, mit Schildern, wo drauf stand, Kamala, go home, Donald won. Und das ist natürlich, tut weh, wie gesagt, aber auch hier ist die Situation wirklich außer Kontrolle an den Grenzen, wenn man Arizona, Texas etc. die Stadt durchgeht mit den Gouverneuren, die Interviews sich anschaut, dann hört man schon klar und deutlich, dass hier sehr viel außer Kontrolle ist, dass menschenunwürdige Zustände herrschen, vor allem für Kinder an der Grenze. Und ich glaube, da war es nicht unbedingt ein schlechteres Zeichen für die Politik dort, die Mauer zu bauen, dass die Menschen in ihren Ländern bleiben. Wie gesagt, auch Kamala hat nun zu den Menschen in Mittelamerika gesagt, ganz klar, bleiben sie zu Hause.
Das nächste natürlich, wo wir hinschauen müssen, ist die Tax Down, die Wirtschaft hoch. Theorie von Donald Trump, indem er die Steuern gesenkt hat, vor allem für Unternehmer, mittlere und kleine Unternehmer. Und Joe Biden und Kamala das gerade das Gegenteil machen. Die Wirtschaftszahlen beweisen, dass Donald Trump hier vielleicht nicht ganz falsch war, dass es eine niedrige Zinspolitik, eine niedrige Steuerpolitik vielleicht die bessere ist. Eine weitere Lüge, ganz klar von Donald Trump, war, dass er gesagt hat, es gibt Medizin, ich nenne die jetzt nicht auf YouTube, aber es gibt Medizin, die gegen Covid hilft, und hat diese auch öffentlich in vielen, vielen Interviews genannt. Und dann ist er von ganz vielen Virologen, allen voran Fauci, gebrandmarkt worden, dass das gefährlich ist, was er macht, dass er Menschenleben aufs Spiel setzt und dass er eigentlich indirekt dafür verantwortlich ist, dass er das Virus zum einen einmal nicht als gefährlich einstuft und zum zweiten behauptet, dass er eine Therapie dagegen geben würde. Heute kommt raus und heute wissen wir, dass diese Medizin, die von ihm vorgeschlagen worden ist, definitiv anschlägt, definitiv funktioniert und laut Studien von denselben Wissenschaftlern ganz nebenbei in Auftrag gegeben, 50.000 US-Menschenleben gerettet werden hätten können. Jetzt bin ich neugierig, ob es auch in diese Richtung jetzt Untersuchungen gibt, ob diese Menschen dann irgendwo vielleicht auch anklagen können. Dann muss man auch sagen, die Lügenpolitik von Donald Trump hat auch beim Friedensprojekt, bei der Friedenspolitik nicht Halt gemacht. Und so hat er eigentlich immer versucht, in diversen Nahostländern Frieden zu stiften. Auch mit Russland hat er ein Gespräch, ein respektvolles Gespräch auf Augenhöhe gefunden. Und die Kriegsgefahr war unter ihm definitiv niedriger, wie sie heute ist auf der Welt. Das muss man ganz klar sagen. Sei es in der Ukraine, G7 etc., sei es im Nahen Osten, sei es im Mittleren Osten, sei es im Fernen Osten, sei es mit Russland, sei es mit China, sei es mit vielen, vielen anderen Staaten auf der Welt. Und da muss man ganz klar sagen, war es vielleicht nicht so die Lügenpolitik. Und eine Sache noch am Ende, auch hat hat Donald Trump ganz klar gesagt, Black Lives Matter ist eine aufgestachelte Variante von George Soros, der hier unfrischen Frieden stiften möchte, um die Menschen in einen Glauben, eine gute Ideologie für falsche Ziele irgendwo auf die Straße schickt. Und das, glaube ich, hat sich jetzt auch mehr bewahrheitet, wenn man sich die Spenden und wohin die Spenden von George Soros und Co. geflossen sind, anschaut, dann weiß man eigentlich auch, dass er hier nicht ganz falsch war. Eine große Sache allerdings, Benjamin, ist noch offen. Eine große Anschuldigung und Lüge von Donald Trump ist noch offen. Der große Wahlbetrug 2020, wie er ihn nannte. Hier ist noch nichts entschieden. Hier ist eigentlich an und für sich die Faktenlage klar. Die USA hat einen gewählten Präsidenten, hat einen angelobten Präsidenten und somit ist das hier eine klare Lüge. Schauen wir, was die nächsten Wochen und Monate hier allerdings noch auf uns zukommen wird. Ja, und was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, Hannes, waren halt die Reaktionen im Markt, wie damals Donald Trump noch war. Da alles war, was gut für Trump war, war auch gut für den Dollar. Und man sagt immer, ja, die Demokraten sind dollar-bearish. Ja, das stimmt. Long-term definitiv. Allerdings muss man eines sagen, dass gerade der Dollar über den Sommer jetzt hinweg etwas stärker wieder werden wird, höchstwahrscheinlich. Falls, wir haben ein Video auch gemacht über die Möglichkeiten, die auf uns zukommen im Sommer, da Hannes und ich, haben wir letzte Woche gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, hey, welche Möglichkeiten, Szenarien könnten für den Sommercrash im Aktienmarkt sorgen? Und vielleicht passiert da doch einiges auf Präsidentschaftsebene in den USA. Vielleicht kommt etwas wegen der Wahl nochmal hoch. Und was eben gut für Trump sein könnte, könnte auch gut für den Dollar sein. Und der Dollar sieht ganz, ganz stark derzeit danach aus, dass er nochmal eine Sommer-Rallye bekommen könnte. Das war auch einer der Gründe, warum wir damals gesagt haben, wir müssen jetzt nochmal ein Video raus haben, wo wir eben die Szenarien besprechen, die auf uns zukommen könnten. Denn es sieht derzeit wirklich danach aus, dass eben der Dollar erstarken wird und die USA kurzfristig gesehen der Dollar und vielleicht sogar die Anleihen USA als sicherer Hafen dienen könnten. Und da fragt man sich schon, okay, bei diesen hohen Staatsdefiziten, bei dieser extremen verschwenderischen Politik, die Joe Biden betreibt, da gibt es doch eigentlich nur eine Richtung für den Dollar. Was wird der Auslöser sein, dass der Dollar steigt kurzfristig und vielleicht sogar stark steigt? Das könnte natürlich schon einiges an Zündstoff bringen für die Märkte und Donald Trump wäre definitiv ein Kandidat. Nur ein paar Kommentare in den Medien über ihn würden den Dollar wahrscheinlich schon wieder stark lassen. Ganz richtig, Benjamin. Und ich habe immer gesagt, auch vor lange vor der Wahl, ich habe lange gesagt, Donald Trump wird diese Wahl gewinnen. Alle diese Zahlen und diese Informationen und diese Quellen, die ich in den USA habe, haben eine eindeutige Sprache gesprochen, eine sehr eindeutige Sprache gesprochen. Und deswegen habe ich mich da auch sehr, sehr weit aus dem Fenster hinausgelehnt, auch wenn die Umfragewerte, die öffentlichen, so eindeutig waren, gegen ihn gesprochen haben. Trotzdem das offiziell zu sagen, weil es eben für mich mein Bild so in die andere Richtung eindeutig war. Und dann habe ich aber auch gesagt, Benjamin, wenn es dann nicht so kommt und er nicht gewählt wird, dann wird das
Weiße Haus niederbrennen, habe ich so in den Raum gestellt. Was dann mit dem Kapitol passiert ist und das Ganze drumherum, haben wir alle gesehen. Und man muss eines klar sagen, die Bewegung, diese Idee, für die Donald Trump steht, die ist wesentlich größer und wesentlich nachhaltiger als nur ein Mann. Und das muss man ganz klar sagen, davon geht eigentlich die wirkliche Chance oder Bedrohung, wie man das auch sehen will, auf welchem Spektrum man, auf welcher Seite des Spektrums man steht, aus. Denn eines ist klar, das Ganze hat schon wieder begonnen. Die Rallies, die Trump-Rallies haben begonnen. Überall, in allen Stadien, in allen öffentlichen Treffpunkten vergeht kein Tag, wo nicht irgendwo ein Schild hochgehoben wird, Trump won, wo dieses Sentiment in die Welt hinausgetragen wird. Und das schweigt zwar Big Media, Big Tech und Social Media verschweigen das Ganze, aber die Menschen sehen es, die Menschen spüren es und da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Und eine Sache möchte ich da auch noch sagen, Benjamin, Donald Trump und die ganze Administration ist natürlich gestanden für den Goldstandard irgendwo. Man hat gewusst, wenn Donald Trump wieder gewählt wird, dann wird eine Art und Weise des Goldstandards wiederkommen. Vielleicht 20-30% gedeckt nur, aber irgendeine Form in diese Richtung wird es geben. Und viele Menschen sagen, Donald Trump ist so Bitcoin, ein Feind für Bitcoin und Krypto wird crashen, wenn Donald Trump wieder an die Macht kommen wird oder er Einfluss gewinnt. Und da sage ich eines ganz klar, vielleicht äußert er sich so in diese Richtung. Es gibt eine Richtung in dieser Richtung ganz klar vor. Aber man sollte sich anschauen, wo diese republikanischen Bundesstaaten, diese engen Vertrauten von Donald Trump, wo sie sich bewegen und was für eine Politik sie machen. Schauen wir uns an, was in Texas passiert. Schauen wir uns an, was in Florida, in Miami passiert. Schauen wir uns an, was in South Dakota passiert. Schauen wir uns an, was in den ganzen republikanischen, ich sage nicht dieser pseudo-republikanischen, sondern diese Hardcore-republikanischen, Trump-loyalen Bundesstaaten, was dort um Krypto passiert und dann wissen wir auch, wo die Reise hingeht. Man darf nicht jedes Wort vielleicht so zum barer Münze nehmen, einfach schauen, wo die Reise hingeht, schauen, was für eine Bewegung in den USA entsteht, wo sie sich ausprägt und dann, glaube ich, kann man wirtschaftlich riesige Profite davon machen. Ja, und Thema riesige Profite, Hannes, Kryptowährungen, Dollar, Aktienmärkte, Rohstoffe, Gold, genau das gibt es eben bei Invest in Best in uns Wochenupdates natürlich. Wir haben derzeit aber eine absolut geniale Aktion, denn wir haben unsere Excellence Class gelauncht, wo man mehr oder weniger zeitloses Wissen wirklich ein Leben lang bekommt und dieses Wissen kann man ein Leben lang dann auch wirklich verwenden. Derzeit haben wir die Aktion Excellence Class, Jahresmitgliedschaft und Prepare for 21, wo auch mehr oder weniger das Auswandern ein Riesenthema ist in diesem Prepare for 21, aber natürlich Gold, Bitcoin, Rohstoffaktien ein Riesenthema sind. Deswegen diese Aktion hier findet ihr hier unter diesem Video. Wenn ihr darauf Lust habt, schließt alles ab und dann seid ihr auch bei uns in der Jahresmitgliedschaft dabei, wo wir euch laufend eben diese Updates geben, wo wirklich eben die großen Chancen in den Märkten derzeit vorzufinden sind. Ja, Hannes, es war ein super spannendes Video. Ich muss sagen, Donald Trump, ich würde es lustig finden, wenn er wieder auf die Weltbühne zurückkommt. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend damals. Er hat ja mehr oder weniger begonnen, mit diesem Twitter-Sturm die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen und das macht ihm Elon Musk jetzt peinlicherweise schlecht nach, besonders im Kryptomarkt. The one and only Donald, schauen wir mal, ob er wiederkommt. Auf jeden Fall, spannend bleibt es. Es ist noch nicht vom Tisch, Leute. Hier geht einiges ab im Hintergrund. Und der Markt sagt uns auch, irgendetwas im Sommer wird kommen, was für sehr viele derzeit auch sehr ungemütlich sein wird. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Abonniert jetzt den YouTube-Kanal unbedingt. Gebt uns diesen Daumen hoch. Und ich sage immer zum Ende dieses Videos, vergesst bitte niemals, gerade dieses Jahr schlaft der Dollarzyklus ganz bestimmt nicht. Teilen wir dieses Video bitte, nicht das Vermögen eines anderen. Und dann nutzen wir gemeinsam die Chancen daraus. Bis morgen und danke fürs Zuschauen. Tschüss.